Mehrere News-Scouts berichten am Donnerstagabend von einem Brand in Rüschlikon, Zürich. Laut Polizei ist großer Sachschaden entstanden. Die Flammen lodern lichterloh aus dem Dachstock des Hauses. 20 Minuten News-Scout. Wie mehrere News-Scouts gegenüber 20 Minuten berichten, brennt in Rüschlikon ein Haus. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Flammen aus dem Dach lodern. Die Feuerwehr, die Polizei sowie mehrere Krankenwagen sind vor Ort, so der News-Scout. Mittlerweile sei der Brand jedoch unter Kontrolle, die Flammen lodern nicht mehr lichterloh. Der Regen hilft ein wenig mit bei den Löscharbeiten, so der News-Scout, der sich vor Ort befindet. Gegenüber 20 Minuten bestätigte die Kantonspolizei Zürich den Einsatz in Rüschlikon. Genauere Angaben konnte sie zunächst noch nicht machen, gab aber später in einer Mitteilung bekannt, dass der Brand nun vollständig gelöscht werden konnte. Auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Jene Personen, die sich zu dem Zeitpunkt im Haus befunden hatten, konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Brandursache ist noch unklar und wird noch untersucht. Der Sachschaden dürfte mehrere 100.000 Franken betragen.